ganz bedeutender, großer Schauspielregisseur Borislav Barlog hat diese Tosca gemacht. Das ist einfach schon mit dieser Ausstattungsopulenz und dieser Genauigkeit wirklich steht für eine Epoche von Theater. Ich würde sogar sagen, nicht nur von Oper, sondern wirklich von Theater. Actually, the reason why I became an opera singer, I saw Placido Domingo sing this on television when I was 11 years old. And I pointed to the television and I said to my mother, I want to do that. She's, yeah. And I said, no, I want to do that. So it is because of Tosca that I am here right now. 1987 hat Professor Götz Friedrich die Inszenierung verändert, weil er es gerne mit Nils Schiekow machen wollte, der ein sehr szenisch auch sehr begabter Tenor ist. Wenn ein Regisseur zum Beispiel für den dritten Akt Tosca eine Geschichte erfindet, wie die gebrochenen Hände, die im zweiten Akt in der Folter dazugekommen sind, die verhindern, dass er den Ring vom Finger sich ziehen kann, der kann den Brief nicht schreiben, um die Verfluchung, also Maledetta, das Letzte, was er ihr gesagt hat, zurücknehmen zu können. Und aus dieser ganzen Verzweiflung, auch eines gefolterten Menschen heraus, entsteht plötzlich wie ein Flashback, dieses sich Erinnern an diesen schönsten ersten Moment des ersten Dates, was er mit ihr hatte, und daraus entsteht eine Arie plötzlich, die dann aber abbricht, weil, oder in dem zweiten Teil realisiert er, ich habe gebrochene Hände, die Realität sieht anders aus und ich habe Angst zu sterben. Das sind auch Details, die muss man Sängern wirklich ein paar Mal erklären, weil sie das nicht von anderen Inszenierungen gewöhnt sind. To step on the stage and to stand in the same place that Caballé and Resnick and, you know, keep going down the list of these wonderful, the greatest Toscas that have ever sung Tosca. It is a great honor to be here. And in this production, it's wonderful. And to sing the most beautiful aria, Visi d'arte, Visi d'amore, and it's so poignant and so relevant to what's going on, I think, everywhere in the world right now, that art and love transcend everything. Das ist hier so ein mildes Curry. Je nach Vorliebe der Damen wurde das dann abgewandelt, aber auch nach Möglichkeit, genau diese Farbe zu bekommen. Hier sieht man dann schon einen sehr starken Kontrast. In den einzelnen Jahren haben sich die Farben dann schon manchmal sehr verändert. Eine Operninterpretation aus einer vergangenen Zeit, also aus Ende der 60er Jahre, gehört natürlich zu diesem Spektrum von verschiedenen Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Und von daher finde ich diese Form von Stil, den Regiestil, den man heute in der Form natürlich nicht mehr macht und nicht mehr machen kann, finde ich wichtig, dass wir den haben. Das ursprüngliche Kleid von Frau Lorenga ist leider zerfallen. Wir haben jetzt dann die zweite Serie. Wir schreiben dann immer die Namen rein und es bekommt nicht jede Sängerin ihr eigenes Kleid. Ich erinnere mich, dass Frau Urmana, für die haben wir dann damals mal wieder ein neues Kleid gemacht oder ein eigenes Urmana-Kleid, dass sie damals ganz erstaunt war, dass sie ein eigenes Kleid bekommt. Das hatte sie als Tosca noch nie. Große Sänger, Placido Domingo war da, das war auch toll. Pavarotti war halt anders, ganz anders, da mussten wir das Podest abbauen, dann haben wir es ebenerdig gespielt, hat auch wunderbar funktioniert. Es ist jeden Abend anders, bei jeder Vorstellung. Die Kombination ist oft sehr anders. Pilar Lorenga ist einmal passiert, dass sie im dritten Akt so viel Schwung hatte, um auf ihren letzten Platz zu gehen, bevor sie Oscapia Davanti a Dio singen konnte, dass sie runtergefallen ist. Dann konnte sie vor Lachen fast kaum vor den Vorhang. Solche Dinge passieren einfach manchmal. Aha.
haben. Aber meistens passieren sie nicht und man ist immer ganz froh, wenn der Abend spannend ist, wenn er musikalisch toll wird und dem Publikum eine tolle Geschichte erzählen können.